Jo, gut. Auf die Zettel für den Trödel. Hä? Wie ein junges Reh. Ja, steht da wie Bambi. So fein bist du, Bambi. Na los, Schritt. Noch hin. Ganz verschreckt. Tada! 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 Fantastisch. So. Liebe Leute, herzlich willkommen in Tommys Reich. In einem sehr chaotischen Keller im Moment. Weil hier ist alles voll. Na, das muss alles irgendwie noch verräumt werden. Aber Aufgabe heute, morgen und übermorgen wird sein, ein paar Räder fit zu machen. Sprich, die ein bisschen von der Vogelscheiße zu befreien und einzubunkern hier. Ich fange mal an, ich hole meine Schlüssel, ich guck mal, ob ich die finde. Ich hoffe, das sind sie. Dann gehen wir mal raus und holen mal das erste Rad. Hallo. Also die ersten drei haben wir. Die muss ich jetzt erstmal verräumen und dann kommen die nächsten drei an. Weiter geht's. Gehen sollten, kommen Sie gut rein, ja? Da sind Sie genug. Und dass wir uns gesund wiedersehen. Na, dann gehen wir mal aus, ne? Tommy! Atheist und gute russische Jahrwissenschaftler. Ja, sicher. Aber ich habe eine Fachfrage. Du müsstest dich damit auskennen. Du warst mal in dem Beruf tätig. Und zwar geht es darum, wie bekommt es eigentlich den Gesang von Leuten, die da rumlagen, raus? Gar nicht, oder? Da ist einer auch vor einige Tage beim Sommer rumgelegen und der stinkt wie Bock, weißt du? Muss ja alles raushauen, die im Boden, gell? Ja, musst du hochnehmen, musst du Schüttung rausnehmen. Das haben wir auch immer gemacht. Und für Mittel und so gibt's ja, das ist nicht meine Wohnung und so weiter, aber... Nee, weil das ist in der Schüttung drin, wenn das Altbau ist, ist es Schüttung. Die im Boden, gell? Ja, naja, also unten drunter. Harte Tobak. Gerade im Sommer sagt der Welle rum. Abschleifen. Oh Gott, ich will nicht. Schüttung drin, der hat nie Boden, ne? Ja, da machst du eine neue Schüttung drin, das ist ja kein Problem. So, die nächsten drei sind fertig. Hey. Ich bin hier, ja. Aber... Eigentlich ist sie geschlossen, ja. Okay, können wir gleich nach Lüftung ziehen? Ja, kannst du machen. Na, okay. Noch ein Anfall, dass nicht zufällig so ein einfacher Plastikgenerator zum Beispiel nicht so ist? Nee, ich weiß nicht. Oh, danke. Mach es mal nicht nach, was da los ist. Tommy? Ja? Hast du eine Ahnung von Altbautüren und wenn die nicht mehr richtig schließen? Das hat auch meistens was damit zu tun, dass die irgendwie schräg drin sind oder so, ne? Ja, so eine Unterlagscheibe drunter und dann gucken. Wenn du so anhebst und die schließt dann, das kannst du ja so probieren. Du musst halt mal gucken, genau, du musst halt mit den Unterlagscheiben da und da und mal so dann rumprobieren, bis die halt gerade werden, ne? Eigentlich ist es nur abgelaufen, also in Unterlegscheibe drunter, unter beide Angeln und dann
Da geht's schon wieder. Da geht's. Wo kriegst du denn den Baum ab? Ja, wahrscheinlich gerade. Ja, guck doch mal, ob wo der Schnapper ankommt. Ja. Ob der zu tief ist. Wenn er zu tief ist, unter die Scheibe. Wenn er aber richtig ist, dann ist die Tür verzogen. Dann ist was anderes. Was machen wir dann? Ein bisschen Farbe runterholen. Im Rahmen und an der Tür, an den Seiten? Im Rahmen. Also im Rahmen, nicht an der Tür. Nicht am Türblatt, sondern im Rahmen, diese Leimung, wo du so anstößt. Da ein bisschen schweifen. Okay. Da wird. Also die Tür kommt ja irgendwie so am Rahmen an. Mhm. Und da vielleicht kommt sie erst so am Rahmen an. Ja. Oder erst so am Rahmen an oder so. Und je nachdem musst du entweder da, da oder da ein bisschen. Okay. Ja? Cool, danke, bitte, bitte. Vielleicht ist auch irgendwo so eine Lacknase. Das reicht ja auch schon aus. Ja, ich hab die halt auch gestrichen, ne? Ah, okay. Monaten, und seitdem ist es auch beschissener geworden, deswegen. Naja, dann bitte Zeit. Warte. Jo, Tommy, gut für alle Ratschläge. So, jetzt Hammer. Au, Mann, lass mir das Messer mal drin rammen. Jetzt ist der Tommy aber nur gut für seine Familie. Jetzt zieh ich mal nach oben. Der Tommy weiß Bescheid. Der Tommy hat leider keine Zeit. Das lasse ich offen, weil ich mache nachher weiter. Wo ist? Komm rein. Letzte Stunde rum? Ja, ich bin auch gerade erst fertig geworden. Über eine Stunde. Was denkst du, das 8 Zettel dauern? Ist ja unglaublich. Ja. Dabei solltest du ja nur einen machen. Du hast 8? Ja, 8 mal kopieren. Jetzt habe ich alle gemalt. Verschieden. Ich habe jetzt 10 bis 15 Uhr geschrieben, aus Versehen irgendwie. Aber ich meine, du kannst ja trotzdem eine Stunde. Ja, dran hängen. Ich glaube, um 4 ist wirklich dunkel dann auch schon. Naja, ist ja mit zusammenpacken, ist ja alle tut. Genau. Hast du deine Öffnungszeiten verkürzt? Die Kaffeezeit? Ja? Ich habe es versucht, ein bisschen verschieden. Das hast du sehr schön gemacht. So, jetzt müssen wir überall Tüten. Ja, genau. Deswegen hatte ich gerade den Schrank geöffnet. Sehr gut. Jetzt machen wir nämlich Tüten. Jetzt kommen die Tüten. Der Willkommenströdel 2019. Sag mal her. Trödel 2019, Willkommenströdel vom 2.1. bis 5.1.2019 von 10 bis 15 Uhr im und vor den Laden. Naja, gut. Überlegt Fahrradsalon oder dachte ich vielleicht, denken dann viel, dass es nur um Fahrräder geht. Vor dem Laden. Wo gehen wir hin? Ich muss die Backe kneifen. Und ja, für YouTube-Fans gibt es einen Kaffee. Müsst euch allerdings auch zu erkennen nehmen. Die Öffnung ist hier. Wollen wir ein bisschen ordentlich machen. Ja. Alle gleich. Ja? Ja. Jetzt die Blume die Krise mit mir. Ja, so. Kann ich mir auch nicht abzuwarten. Muss ordentlich sein. Ihr kommt dann raus, wenn ihr fertig seid. Luki, du kannst schon mal hier. Ich kann schon mal. Die. Hallo. Ihr macht gerade zu, oder? Bis März tatsächlich bist du. Ach, was hast du denn? Oh, ich hab nur Luft kann ich dir geben, aber an alles andere habe ich keine Lehre. Nee, ich habe hier nur mein Ding durchgedreht, gerade beim selber fixen. Ich wollte das mal schnell machen, dass du die Grenze kriegst. Stopp, die sind ja eigentlich immer ganz gut. Die sind doch gut, ne? Aber ich habe das so durchgedreht mit meiner Aggression. Das ist ja wieder falsch. Ach geil. Also uff, geht schon mal. Den Rest kannst du mal machen. Muss ich mal gucken, was ich noch. Ich will euch gar nicht aufhalten. Ich habe alles sonst zu Hause. Nur kurz beim Terrieren so. Ich gucke einfach und das kann ich dann am besten vorne dann nochmal so feinmäßig. Ne? Naja, erstmal machst du das ohne Spannung, so wie es jetzt ist, ohne Feder drin. Und dann machst du's, drückst du es ran, weil dann es hat am Ende geschliffen. Dann habe ich versucht, das alles nochmal so ein bisschen. Nein, du machst es einfach so. Okay. Und dann schraubst du es fest.
ja, ohne die Feder drin. Dann ja, hängst du die Feder ein und dann musst du die Zugspannung natürlich dementsprechend anpassen. Ja, irgendwo, okay, verstehe. Wenn es irgendwo, wenn es nur auf einer Seite schleifen, auf der anderen viel Platz ist, musst du es mit den Schrauben einstellen. Ah, oder? Okay, ja, das war's. Die geben Spannung auf die Feder. Ach, okay, super. Entweder mehr oder weniger Spannung. Je nachdem drückt es natürlich weiter außen oder weiter rein. Vielen Dank. Schraubet jetzt ab und steckst es in eine Tasche. Ja, dann sind die Teile weg. Papi, machst du das da oben zu? Ich hab's aufgemacht. Aufgemacht hast du? Ja. Wohin? Ab März komme ich dann zu dir. Ja, kannst du machen. Das war das letzte Mal. Ich mach's jetzt immer. Ich hab jetzt Zeit und dachte, ich probiere mich mal kurz. Ja, ja, ist ja richtig. Warte, ich muss runter, ich muss kurz weg. Vielen Dank dir. Ja, bitte, bitte. Schöne Ferien dann. Was willst du denn? Was, Mama? Ja, ich, Mami. Und dann Spielplatz! Wir gehen jetzt zum Spielplatz, zum Ritterspielplatz. Ich glaube, gehst du mal mit meiner Kita vorbei. Mhm. Und da geht Luhmann erstmal gehen wir gerade aus. Luhmann, also da geht Luhmann immer mit ihrer Kita hin. Ja, und jetzt seht ihr den Weg. Bis, also zum Ritterspielplatz. Und ich auch, und ich kenne den Weg auch noch. Oh, ihr meint nein, Ritterspielplatz, Ritterspielplatz. Ihr habt gesagt, bei ihm. Andere, ich kenne den Weg immer noch. Das ist so toll. Das wäre es schon wieder, glaube ich. Das sind Tüten. Die Schweine auf das Wand. Ich sag Tüten. Es sind doch Tüten. 13. Das ist alles Parcours. Was wir machen noch mit 100. Ich glaube, alle ihre Nüsse. Keine. Das ist ein Eichhörnchen. Mom, komm, das hat ein großes Auge gehabt. Komm. Oh, ist versteckt. Versteckt. Ich kann sehen. Komm, oh, fein. Oh, Mann. Das ist so schön. Hinsetzen. Da rein. Papa. Und dann? Dort lang am Biegen, Papa. Wir kennen die Riechen sehr gut. Wir kennen die Riechen auch. Das okay, hier ist der Ritterspielplatz. Ein Ausgang, Papa. Lumen, noch nicht. Ja, cool. Papi, kann ich bitte aufsteigen? Aber geh mal los, der Rest ist voll verwandlung. Papi, da lang. Bleib sitzen. Papi, da lang ist der Spielplan. Und hier ist der Ritterspielplatz. Oh, den habe ich so vermisst, den Ritterspielplatz. Was hast du gesagt? Ich habe den Ritterspielplatz so vermisst. Meine Schwester hat den Ritterspielplatz so vermisst. Ja, ich will Spielplatz. Du willst zum Spielplatz? Und dort ist eine Wippe. Oh. Achso, ja, das ist eine Wippe. Oh, das ist weite Verirrung. Da ist der. Ja! Yippie! Ich steige als erstes aus. Meine Beine sind eingeschlafen. Oh, meine Beine! Ich breche zusammen. Also das hier sind zweimal Schaukeln. Das ist so fliegen, der wackelt. Und der. Da gibt es das hier zum Wackeln. Hier kann man balancieren. Hier ist ein Pferd. Da ist noch so ein Klettergerüst. Da ist noch eins. Verrutschen. Da drüben wohnt immer noch der Penner. Ja, da meinte ich, dort oben wohnt der Penner. Schleiser. Penner! Junge, leise! Dann, damit verletzt man den einen Gefühle. Da, der ist noch ein Haus. Penner!
gut alles gezeigt. Ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Hat er vielleicht übernachtet, ne? Hat er geschlafen? Aber auf so ein Holzding. Ja, da muss man mit leben. Es gibt da Leute, die sind nicht ganz so. Ist sie on? Yep. Ich werde euch jetzt zeigen, wie die Schlösser innen drin aussehen. Wo der Meister drin war. Ja, ich zeig nur hier. Ja. Also dann. Ich kletter jetzt mal hier hoch. Das ist schwierig mit einer Kamera. Ich habe keine Hilfe. Das ist schwierig zu halten mit einer Kamera. Eins. Weil hier trete ich jetzt drauf. Und hier kann man auch einfach nur zum Notfall. Hier gibt es wieder was. Da einmal und da einmal. Achso, das ist das. Da gibt es einen. Hier. Dann gehe ich einmal diese Dinger hier hoch. Und jetzt gehe ich rutschen. Also, jetzt gehe ich rutschen. Und es geht los. Oh, das ist jetzt sehr schnell. Schwindelig. Lumen, komm mal her. Lumen, komm mal her. Bitte. Lass sie mal spielen. Aber ich habe den anderen Lautsprecher gefunden. Nach unten. Okay. Ja, da ist ein Lautsprecher und da oben auch und da ist ein Ton. Das zeige ich euch dann alles später. Und jetzt gehe ich hier rauf. Du, Mann, ich bin noch nicht oben. Ja. Ich bin noch nicht. Okay, ich rede. Bist du oben? Bist du am Lautsprecher? Okay. Okay, Luman, möchtest du mir zeigen? Komm mal! Ich komme gleich zu dir nach unten. Oh, jetzt habe ich jetzt gelacht. Einmal ist hier ein Lautsprecher, aber der von da kann man hier hochklettern und ich hier. Geh den Ton. Okay. Und dann gibt es da noch hier oben einen Thron. Ja, auf dem will ich selbst mit bekönigen. Juhu, tschüss. Hey. Dann halt. Gibt es hier noch sowas? Hier. Ihr seht, hier ist die Rutsche. Da bin ich gerade runtergerutscht. Das habe ich schon gefilmt. Wasserbrunnen. Okay, jetzt kletter ich hier rauf. Und hier sind zwei Schätze. Und dort sind Rützen. Da unten sind zwei Schätze. Lumen, leise, leise, Lumen. Ich erklär's. Dann gibt es hier einmal so eine Zickzack. Und jetzt ganz da oben. Und jetzt hier. Ich war schon oben. Okay, dann gibt es hier noch eine Rutsche. Okay.
Es gibt zwei Rutschen nämlich und jetzt rutsche ich die kleinen noch runter. Wir sind den Ausgang. Und dann gibt es doch hier eine Treppe. Soll ich die nicht lieber machen? Bank. Und dann rutschen wir einmal zusammen. Nur wenn du rutschst, dann nimmst du eben... Ich nehm die unterste. Okay. Ich zeige euch noch mal, wie es oben ist. Jetzt rutscht meine Schwester runter. Na, sitzt sie schon. Kommst du jetzt mal? Komm! Wie sieht denn der Tunnel hier aus? Jetzt komm! Warte mal, komm mal kurz aus dem Fenster rein. Hallo! Hallo! Ich komm jetzt vielleicht aus von der Rutschbahn. Oh Gott, ey. Soll ich rutschen? Ja, aber nicht mit dir. Doch, nur mal mit dir. Mit dir. Wenn dann auf den Schoß, ich halte die Kamera. Nein. Du wirst so. Ich will an die Fest hinten. Na, du hältst dich hinten an mich fest, du Anzeige. Ich sag, aber einmal rutscht er dann alleine. Nein. Nur mal, jetzt komm, das ist keine Babyrutsche. Das ist eine Babyrutsche. Du bist hinter mir. Ich bin kein Baby. Komm, ich halte dich. Und ich rutsche. Hallo. Dann gehen wir mal rüber ans andere. Papa! Kannst du mich runterholen? Siehst du nicht die Leiter da? Welche Leiter? Na, da, wo das Loch ist. Ich darf ihn aber auch nicht sehen, die ist so kalt. Luma kommt da nie wieder runter. Sie hat Angst, weil die ist so kalt. Noch langsam. Sie traut sich nicht zu rutschen, obwohl es eine Babyrutsche ist. Ich mag keine Babyrutschen. Willst du lieber die große Rutsche machen? Nein! Ja! Nein, keine große Rutsche. Papa! Papa, nimmst du ganz kurz die Kamera und filmst du, wie ich runterrutsche von der großen? Hier. Du filmst mich von der großen Rutsche. Ich von unten rutsche, aber dann gibst du mir wieder die Kamera. Ja, gebe ich schon. Wir müssen einmal so der großen Rutsche, die ist das ganz hin. Das ist die Babyrutsche. Das ist die große. Achtung, fertig, los! Und ich rutsche! Ja, dort kam dir die angeflitzt. Und jetzt zeige ich euch das hier drüben. Du musst es auch zeigen. Was, Papa? Du musst es auch zeigen. Jetzt zeige ich ja. Und hier gehe ich jetzt rüber. Genauso wie ich gerade das auch letztes Mal gezeigt habe, wo ich zu der Rutsche gegangen bin. Und dann gibt es hier ein Trampolin. Und es ist glatt. Und dann gibt es hier noch ein Trampolin. Noch eins und noch eins. Ja, dann kann man hier, kann man einmal hier runter. Und hier runter. Papa, nimmst du die Kamera, aber jetzt gehe ich hier runter. Und ich gehe hier runter. Gibt es noch
diesen Wald hier und den nennt meine Schwester Spaghetti-Wald. Ja. Weil hier Spaghetti? Ja. Und wie kommt man hier hoch? Tja, das weiß ich nicht. Genau. Drücken. Bringen Mann ist auf Spaghetti-Wald. Weil man auf diese Nudeln raufklettern soll. Auf die hohen Nudeln? Meine ich. Ja. Da, wo wir jetzt. Hier ist eine. Oh Mann, Alex ist tiefer. Einer ist so hoch. Nein. Blumen ist schon ganz weit oben. Blumen ist ganz weit oben. Nein, du hältst sie da! Nö. Macht sie alles alleine. Papi! Und lecker, lecker, lecker lach! Ey, Anne. Warum machst du denn sowas? Ich spiele doch nur. Danke, ich nehme noch eine. Sei doch nicht so. Und der auf dem Teller. Mein Teller? Der ist ja auch mit den Löffeln. Mit den Löffeln. Hey, noch ein Kopf. Wo ist der Teil, Papi? Jo, einkaufen waren wir jetzt gewesen auch noch und jetzt sind wir wieder zu Hause und die Katze frisst da. Ja. Zappert ein bisschen, sieht aus wie ein alter Mann beim Essen. Jetzt sind überall Fleischstücken dran. Ach, komm, hier, die haut drin. Die haut drin. Na, meine haben wir auch getroffen. Nicht weggemacht. Weggemacht bitte nicht. Prost. Freue mich immer über alten Kaffee. Bringst du das in dein Zimmer, bitte? Ja, ich bin sehr stolz, auf alle Fälle, dass ich das geschafft habe, schon mal ein paar Räder zu machen. Und der Rest, der kommt dann morgen dran. Das ist ja nicht sehr laut, das kann man auch wirklich mal machen, auch am Sonntag mal. Also nicht, dass sich da einer am Haus aufregt. Sowieso zu Silvester wird sich wohl keiner aufregen. Kam tatsächlich auch drei Kunden vorbei, die meine Hilfe brauchten. Jetzt erstmal noch ein bisschen Eintopf und dann. Und dann? Machen wir uns das gemütlich. Also, der Spielplatz war natürlich eine hervorragende Abwechslung mal für die Kinder. Und vor allem, wir waren alleine. Das war das Allerbeste daran, eigentlich, fand ich. Bis auf den. Sag es! Penner. Penner. Bis auf den Penner. Der wurde aber vertrieben, erfolgreich von. Lumen durch ihr Geschrei. Ein Penner, ein Penner. Ich habe einen Penner gefunden. Vor allem gefunden. Der arme Kerl. Ja, das war mir auch voll leid. Musste er flüchten, hat sie so geschämt. Was schreibst du also um Backpacker? Nee, das war ein Hipster-Penner. So sehen Penner hier aus. New Generation-Penner. Ich habe einen Penner gefunden. Ja, so ist das. Auf jeden Fall war lustig. Genau, wir essen jetzt auch noch schnell was und dann, wie gesagt, machen wir uns das ein bisschen gemütlich. Liebe Leute, das war's für heute. So, wir haben den Fahrradladen ein bisschen, vom Fahrradladen ein bisschen Räder sauber gemacht. Was war denn das gerade? Eure Dreckstrumpfhose hier rein gefeuert und wieder Tür zugeschmissen, wenn wir eine hätten. Also habe ich mir sie vorbereitet, morgen mache ich damit weiter, dann ist das vom Fahrradladen ordentlich, dann fege ich da nochmal durch, bereite das schon ein bisschen vor für den Trödelmarkt und habe ich so jetzt schon, ja, obwohl ist schon bald soweit und jetzt schneide ich das alles zusammen, ist schon wieder abends und sehen wir uns morgen, also bis dann, ciao.